would think a high-profile match with the World Heavyweight Champion would solidify my status in WWE, right? Nope. Nope. Just a few months later, I was released. Wegen Würgen mit einer Krawatte. Track at home, this was the second time I was released by WWE. I thought this time I might be done with WWE for good. Wegen Würgen mit einer Krawatte. I returned to SummerSlam. When so ein Quatsch. WWE called me. Krass, sie haben den Nexus echt komplett rausgelassen. Ach, da ist jetzt der Nexus. Ja, richtig. Not long after SummerSlam, my strained relationship with The Miz picked up right where it left off. Let me tell you something. I'm the pro. I am the talent. The Miz is almost a perfect adversary for me because we are so polar opposite. The one thing I do respect about Miz, he works very, very hard. You and me, US Championship match. Yes or no? Yes. Yes. We had our first match against each other at Night of Champions 2010 for the United States title. Ich drück gleich wieder Pause, damit ich euch ein bisschen was erzählen kann. Also die ganze Nexus-Geschichte lässt man hier wahrscheinlich deswegen raus, weil das einfach ein rechtliches Problem ist. Du hast halt aktuell, mal kurz überlegen, einen Worker, der noch im Kader ist mit Heath Slater. Heath, baby. Aber natürlich sind da andere Charaktere inzwischen, ja auch Darren Young nicht mehr Teil der Company. Michael Tarver und Wade Barrett und wie sie nicht alle heißen. Ryback, also Silverback Ryan Reeves. Ne? Das sind natürlich alles Charaktere, die nicht mehr so gut mit der WWE stehen. Und deswegen lässt man sie wahrscheinlich aus so einem Showcase-Modus raus, um ihnen, also diesen Wrestlern, dann keine Plattform zu bieten, sich im Independent-Bereich oder wo auch immer wieder ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Ja, also wer Interesse hat, was die alles so machen, kann zum Beispiel im Chikara King of Trios dieses Jahr reingucken, also 2018. Dort gibt es zum Beispiel ein Team Nexus. Also ich glaube, das heißt, die heißen, die sind sogar so, ich weiß nicht ganz genau. Aber da sind dann Justin Gabriel, Heath Slater, oder nicht Heath Slater, Quatsch, Darren Young und Michael Tarver mit drin, ja, unter ihren jeweiligen richtigen Namen, ja, also PJ Black und die anderen beiden weiß ich gerade nicht ganz genau die Namen, muss ich zugeben. Aber natürlich lässt man sie dann aus so einem WWE 2K19 Release in 2018 raus, um dann zum einen keine rechtlichen Folgen davon zu bekommen und dass diese Wrestler dann finanziellen Anspruch an die WWE stellt. Deswegen hat der einzige Wrestler, der hier irgendwie in diesem Videoclip da gerade zu sehen war, war Slater und der ist noch Teil der WWE. Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, sowas zu lösen, aber haben sie ganz gut hinbekommen. Ganz gut, möchte ich sagen. Ja? Gut, dann also jetzt Night of Champions, Daniel Bryan gegen The Miz. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich zwischendurch so ein bisschen was erzähle, aber am Ende ist das so mein Ding. Ne? Time Machine ist ja auch beim WTR, wer hier auf den Kanal aufmerksam geworden ist, wegen dem Wrestling-Spiel. Ich mache auch Wrestling-Podcasts und dort ist unser erfolgreichstes Format, die Wrestling Time Machine im Wrestling Talk Radio. Könnt ihr sehr gerne mal vorbeigucken, wrestling-talk.de ist dort die Webadresse. Und dort machen wir mindestens einmal im Monat klassische Wrestling-Events. Und das ist so ein bisschen auch mein, ich sag mal, Steckenpferd. Ja, das mache ich am liebsten und das macht auch wirklich unheimlich Spaß. Die nächste Time Machine, die übrigens ansteht, werde ich jetzt am Wochenende, also während dass ich das hier aufzeichne, bereite ich mich auf die nächste Time Machine vor. Und die gibt es dann entsprechend am Donnerstag live. Könnt ihr entsprechend, wenn ihr es gleich schon guckt. Am Donnerstag gibt es nämlich WCW Starcade 1993. So, und jetzt genug Werbung. Daniel Bryan gegen The Miz um den US-Titel von Night of Champions 2010. Füge The Miz im Ring Schaden zu. Na los. Ah, super. Geht ja gut los. He has had a rival in the form of The Miz and it's plain to see why, since the polar opposite stars have been forced to interact with so many points. Ja, alles gut. Michael, those two did not get along when The Miz was assigned to be Daniel Bryan's mentor. Was direkt pinnen, ja, geil. Skills, but The Miz argued that Bryan lacked charisma. Das hat ja auch gestimmt. Da hat der Miz ja nicht Unrecht. Ja, der Mike, der Mizennen. Die B lockte. dem fehlte ja am Anfang wirklich das Charisma-Element. Ne? Wrestlerisch müssen wir gar nicht drüber sprechen, über allen Dingen ja haben.
Aber Charisma war halt nicht so, doll. Corey, come on. The Miz is WWE's fastest rising star. And Daniel Bryan is a nerdy vegan. Bryan's got no chance here. Nerdy vegan. Was hat denn jetzt der Veganer damit zu tun? Ach, Kohle. Hä? Warum macht der mal jetzt andere Sachen? Komm, steh auf. Warte mal, ich spring mal raus. Das macht Spaß. Hui. Ja, gut. Komm, Miss. Wir müssen hier was, was erfüllen hier. WWE's most effective submission expert. And Miz is as crafty as so, ich guck mal ganz kurz, ob das richtig ist. Führe einen Laufangriff von vorne gegen einen stehenden Miz. Ja, habe ich eigentlich schon zweimal gemacht. Egal. Füge dem Miz im Ring Schaden zu. Auch das kriegen wir natürlich ohne Wenn und Aber hin. Ich mache jetzt natürlich irgendwie immer dieselben Aktionen. Das ist natürlich, der Showcase-Modus ist natürlich ein bisschen langweiliger als normale Matches, weil man ja nur die Aufgaben erfüllt, ne? Aber ich mag das. Mann, immer der mit dem Veganer wird. Aber ja, habe ich schon gesagt. Ich mag diese Showcase-Modi unheimlich gerne. Sprungangriff. Warte mal, vom Seil oder von draußen? Führe einen Sprungangriff, wenn der Gegner auf dem Ring steht und dich auf oberste. Okay. An NXT. Daniel Bryan looking to attack from high. You guys brought up Miz and Bryan's relationship on NXT. Obviously, Bryan can't learn any new moves from the Miz, but ironically, Bryan's hatred of the Miz did awaken the personality Miz said Bryan lacked. Konterschlacht gerade mit Miz. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Ah, was ist denn los? Hallo. No. Well, unfortunately, yes movements don't die that easily. Habe ich gekontert? Nee, ne? Not so fast. Why would anyone? He breaks out. He's not done. So, lass das doch jetzt mal, Miss. Ich muss hier diese Aufgabe erfüllen. Schön. Schöner Taunt. Lass das. Auf den Boden mit dir, Miss. Steht schon wieder auf. Das gibt's ja gar nicht. Na schön. Krieg ich das im Kontakt? Weiß gar nicht wo. Nee, offensichtlich nicht. Every title's on the line here tonight at Night of Champions. The Miz is no stranger to championships. At one point he held the US title and the tag team championship simultaneously. Cole, du redest gerade über ein Match, wo Miz noch US Champion ist. WWE Championship. Das haben sie echt ein bisschen doof gemacht. Es waren die anderen Showcase-Modi tatsächlich so, dass dann. Dass dann auch entsprechend der alte Kommentar eingesprochen wurde, ne? Was ja viel mehr Sinn macht. Mann, ich bin grad schlecht, entschuldigt bitte. Auch den Torn finde ich super. Daniel Bryan stole that spot at SummerSlam after John Cena begged the Miz to join his team. Also when the Miz wins here and then cashes in later tonight, he'll have plenty of main events in his future. So, bleib mal kurz liegen bitte. Der steht schon wieder auf, ne? Nee, reicht aber. Okay, dann los jetzt. Look at this. Nein, Daniel Bryan always thought he was better than the Miz, but just Coverer. Look okay. At what he's done since. Now that got those shoulders on the mat. And the champ kicks out. Not yet. Head scissors applied. And, oh, look at this. Klonk, klonk, klonk. Oh, ich hab Finisher. This is simply amazing leaping ability. Byron, you really ticked me off with that comment. Führe einen Laufangriff gegen einen nach vorne blickenden Miz. Wirft The Miz, der Irish Whip in die Ecke. And it's internet darlings like Daniel Bryan, who everyone expects to get the red carpet treatment. Oh, internet favorite or not, Daniel Bryan doesn't seem like the type to ask for chances. He's gonna take them. And if not, then he'll demand them while trapping you in the lapel lock. Okay. Ooh, he goes down hard. Yeah, he's definitely starting to fade now.
wirft den Mist bei in die Ecke. Daniel Bryan even has a championship match here tonight. He basically quit NXT, nein, becoming the first person eliminated. He is nothing more than a loser. Like you. Ach stimmt, der erste Eliminierte war auch noch. Ach Gott, ja. Hab ich wieder vergessen. Been a blessing in disguise. While the rest of the NXT performers formed a nexus, Daniel Bryan stood against their injustices in the main event of SummerSlam. Ich muss nochmal rausspringen, ich mag die Aktion. Nein. The dive doing damage there. Was haben wir denn hier unten? IC-Titel, der alte, und der US-Titel. Sind hier unten auf der Seite. Was haben wir hier? Kamera mit, Kamera. Ich möchte mal sehen, was auf der anderen Seite. Funktioniert nicht. Aber sind die Tag-Titel, ne? Sieht nach Tag-Titel aus. Championship is on the line. Nee. Der US-Titel, lieber Cole. Das hätte ich gerne täuschen. Well, what happens if the Miz comes up short here tonight against Daniel Bryan? Well, it hasn't happened yet, has it, Byron? It could be on the verge of occurring. Daniel Bryan from the top rope. Miz is in trouble. Yeah, but look at the Miz fight back. What a warrior. Great wherewithal from the Miz. Daniel Bryan hung out to dry. Boom! No! Just like that, the Miz has turned the tides in this matchup. This is what I'm talking about. War eine Zeit lang eine relativ häufige Aktion von Miz. And the shoulders up in time. Well, unfortunately, yes movements don't die that easily. The Miz with a nice reversal. Miss Man, Finisher Contact. Frustrations with Daniel Bryan have manifested in a methodical beating from Mr. Money in the Bank. Well, if the Miz ends this soon, he might be healthy enough. Also, ich soll jetzt mit dem Yes Lock gewinnen. The six-pack elimination WWE Championship match later on tonight. Auf, Miss. Lass das. Hört ihr nicht die Tasten anschlägen? Das ist gar nicht, wie empfindlich mein Mikrofon ist. Ich habe das Pad hier relativ nah am Körper. Ich hoffe nicht. Und wenn doch, entschuldige ich mich dafür. Nein. Watch it. Dammit! Komm ich da raus? Oh Mist! Oh Mist! Oh Mist! Shitty! Nein! Wir müssen nochmal! Und ich hasse das! Ach, Kacke! Ja, willkommen im Showcase-Modus! Ach, Mann, oh! That was just one of those matches that the men involved should just be proud to be a part of. A legendary performance. Here is your winner, and still the United States champion, The Miz. Daniel Bryan gave it his all, but The Miz remains champion. Bryan should rewatch this to see where he went wrong. But he does it on a TV. That's a big win right there. Anytime you can pin another WWE champion with a three count, you should be proud. You got that right, partner. Again, huge. Auf ein neues. Look at the Miz. Wer, du konntest jetzt wieder so viel. He's charismatic, he's smart, he's Mr. Money in the Bank, and he's the United States Champion. Well, Michael, he may not be one of those things if he lands in Daniel Bryan's lapel lock. Gebe ich zu. Mich ärgert sowas, dann ich faile sehr ungern. Aber es gehört halt auch wieder zu, ne? Now we have Daniel Bryan on the attack. Erklärt vielleicht doch die Schwierigkeit gerade. Ich spiele auf normal. Also, ja, doch. Ja, doch. Normal, glaube ich. We've got a cover. And the champ. Will jetzt zwischendurch ein bisschen pinnen, dass der auch schon ein bisschen K.O. ist dann. Dass das vielleicht ein bisschen besser funktioniert gleich. Ich versuche jetzt ein bisschen gezieltere Aktionen zu machen. Aufs Klapp. Weiß ich nicht. Ach ja, stimmt, ich habe ja auch diese. Ich habe ja auch diese. Diese Dings. Genau, Payback heißt das. Warte mal, ich will mal gucken. So, erholen und einen Finisher haben wir auch. Okay, wir haben, wenn wir mehrfach auf den Deckel kriegen, in den roten Bereich, können wir mit RB halten und linken Button Dings, dann können wir direkt Payback Finisher machen. Und sofort Erholung, einmal auf dem Boden liegen, abzuwenden, dass man gleich wieder aufsteht. Okay,
Also mal gucken, dass wir das Even though Daniel nutzen, Bryan did not have the best track record as an NXT rookie, I think a win tonight would make Daniel Bryan worthy of being a WWE NXT. Ich habe gerade ganz schlechtes Timing, was die Konter betrifft. Weiß nicht warum. Becomes an NXT pro, then there's a 1% chance I'll continue doing that show. What so. Kind of weirdo would ever take advice? So, das war der from Daniel Bryan. Das da ging das, da ging das übel vorhin los, ne? You, Byron. Schau mal, ich kann ihn nicht aufstehen lassen. Okay, nur warten. So jetzt. Nein, hör auf! Nein, was soll denn bitte? Mittel! Mano, du Hund! Stimmt denn nicht mit dir? Daniel Bryan with a slick reversal. Er kontert echt alles. Verstehe ich nicht. Hey, hallo, ich häng im. Was zum Teufel? Look out, there he goes. Knocked right off his feet. I don't know why anyone's surprised that the Miz and Daniel Bryan's relationship has come to this. Jetzt läuft er wieder an und springt drüber, oder? Nein. Doch. Das gibt es nicht. Was ist denn das für ein... Okay. Andere Taktik. Remember the night after Extreme Rules when the Big Show's KO punch ended Show Miz? He'll be feeling the effects of that for a while. And the Miz, the quick cover. Entschuldigung. War so ein bisschen, ja, habt ihr gesehen. The common element between Bryan and the Miz's old tag partners, just like Bryan, they were all jealous of the Miz. Alter, was ist denn los? Er ist ja wild am Kontern, ey. Oh no, we've got a problem here, guys. No kidding. Wahnsinn. Who knows what'll happen next? Das kann ich wieder nicht kontern, ne? Keine Anzeige da. Verrückt. Daniel Bryan may only be 8 months into his WWE career, but this is a decade long journey. Oh man, das wird schon wieder so schwer. Lead to his first taste of WWE gold here at Night of Champions. It was March of 2000 when Daniel Bryan made his debut on the independent scene. So, wie gesagt, neue Taktik. We might see Bryan make his first strides towards HBK level. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib. Cover Remus. Ja, schön, dass du weit aufstehst. Daniel Bryan took the Miz's spot at and the champ kicks out. Not yet. This is what makes him one of the best in the business. Looks like he's pinpointing the back. And the uppercut lands. This looks to be a barn burner. Ein eingelaufener Trick. Corey, come on. The Miz is WWE's fastest rising star. And Daniel Bryan, he's a nerdy vegan. Bryan's got no chance here tonight. Caught with the elbow. So, müssen wir jetzt nochmal machen. Von da an ging's vorhin vorbei, ne? Es ging gerade noch so. Jetzt kommt die Sequenz. Genau. Und jetzt sollen wir ihn zum Aufgeben bringen. What hasn't happened yet, has it, Byron? Na, Chaka. Could be on the verge of occurring. Daniel Bryan from the top rope. Miz is in trouble. Yeah, but look at the Miz fight back. What a warrior. Great wherewithal from the Miz. Daniel Bryan hung out to dry. Boom! No! Just like that, the Miz has turned the tides in this matchup. This is what I'm talking about. The shoulders are down, and Daniel Bryan kicks out. Well, unfortunately, yes movements don't die that easily. Got him with the elbow drop. Takes him down in a major way, too. So. Brings down his opponent. Here is Corey. The bell lock is in. Oh, schön. Das ging schnell. Das ging schnell. Will not be denied. The Miz's chances just went from bad. Winning. He did it. Daniel Bryan is U.S. champion. No, no, it can't be. From the opening bell, this match was one for the ages. I'm almost speechless. Almost. Da klopft er ab, der Miz. Und das war die erste Championship für Daniel Bryan. That was a fluke. The Miz slipped and Daniel Bryan somehow took advantage. A long
me happier than when I lock in Lucky 13 and make my opponents tap out. And I'll tell you, the roof nearly blew off this place in Rosemont when the bell finally rang to end this one. Okidoki. Dann, Freunde, nächstes Match. Und wahrscheinlich wieder was von Daniel Bryan selbst.